Guten Tag, ich möchte Ihnen die Zahnbürste Oral-B IO Trial Edition vorstellen, die ich kürzlich erworben habe. Ich kann sie Ihnen sehr empfehlen. Sie reinigt sehr gründlich. Was ist außergewöhnlich? Die App zeigt Ihnen, wie gut Sie reinigen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, sich zu verbessern. Dies wird dargestellt durch das Zeichen IO. I steht für Information und das O stellt den Oberkiefer mit seinen Zähnen dar. Zudem hat es ein Zungenreinigungsprogramm und ein Hypersensitivprogramm für empfindliche Zähne. Die Zahnbürste ist in verschiedenen Geschäften, Coop, Migros, Fust, Mediamarkt oder online erhältlich. Die Preise differieren von 179 bis 279 Franken. Ersatzzahnbürsten kosten 2 Stück 25 Franken. Sie kaufen diese Zahnbürste so im Geschäft oder bestellen via Internet. Ich empfehle Ihnen zuerst die Betriebsanleitung anzuschauen. Die deutsche Fassung ist auf Seite 14 bis 24. Ich empfehle Ihnen zuerst eine Vollladung von 3 Stunden. Sie haben auf dem Handstück 2 Knöpfe. Den oberen Knopf gemäß Fernsehzeichen zum Einschalten und der untere Knopf für die Auswahl der Funktion. Der obere Knopf dient dem Bestätigen, der untere Knopf für die Auswahl der Funktion. Drücken Sie zuerst den unteren Knopf so lange, bis Sie zu den Einstellungen kommen. Dann bestätigen Sie mit dem oberen Knopf die Einstellungen. Dann können Sie die Sprache von Englisch auf Deutsch wechseln. Dann schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein. Im App Store laden Sie die Oral-B App herunter. Dann kann es losgehen. Für die frühere Version der Zahnbürste Oral-B gab es einen Halter, in dem man das Handy direkt am Spiegel montieren konnte. Das ist bei der neuen Version nicht mehr nötig. Sie können das Handy mit der App auf den Lavabo-Rand legen. Wenn Sie Probleme mit dem Installieren haben, fragen Sie Ihren Enkel. Putztechnik. Grundsätzlich empfehle ich Ihnen, oben rechts beim hintersten Stockzahn zu beginnen, wangenseitig und dann nach vorne zu fahren auf die gegenüberliegende Seite und dann wechseln Sie von der Wangenseite auf die Gaumenseite. Wichtig ist, dass Sie beim hintersten Zahn die hinterste Fläche gut reinigen. Anschließend reinigen Sie die gaumenseitigen Flächen und am Schluss die Beißflächen. Anhand der App sehen Sie, ob die Zahnflächen gut gereinigt sind. Sie wechseln von dunkelblau zu hellblau. Wenn sie weiß sind, sind die Zähne gut gereinigt. Setzen Sie mehr Zeit ein für die wangenseitigen und gaumenseitigen Flächen als für die Beißflächen. Im Unterkiefer verfahren Sie genau gleich. Zuerst wangenseitig unten rechts beginnen und dann auf die gegenüberliegende Seite. Anschließend wechseln zur Innenfläche zungenseitig. Wieder zurück und am Schluss die Kauflächen. Wenn Sie fertig sind mit der Zahnreinigung, stellen Sie mit dem Knopf ab und wechseln mit dem unteren Knopf auf die Zungenreinigung. Für diesen Wechsel müssen Sie die Zahnbürste auf die Ladestation zurückstellen. Ein Wechsel der verschiedenen Funktionen ist nur möglich durch das Zurückstellen der Zahnbürste auf die Ladestation.
Die Zungenreinigung stellt nach 30 Sekunden automatisch ab. Gut, jetzt müssen Sie selber wissen, ob Sie lieber brav putzen oder zu mir kommen, zum Zähneflicken.